runter zu mir. User was moved to your channel. Hallo. Dann sei willkommen. Dann klappt's ja doch noch, siehst du. In den Westen? Was hast du? Was sind deine besten Panzer? Meine besten Panzer, naja, bei den Deutschen bin ich am weitesten. Also da habe ich das höchste, was ich habe, ist ein Leopard. Also 7-7, aber der ist noch nicht, der habe ich noch nicht einmal benutzt. Ich habe schon Leopard A1, A1 und Flakpanzer Gepard. Boah, du bist ja schon weiter sick. Bin jetzt dabei, gerade auf die Raketenabpanzer zu gehen. Muss ja dafür die ganzen davor dicken Max nach und Sturm Emir erforschen. Hauptsächlich benutze ich wirklich bei Leopards und einem Flakpanzer aktuell. Ich bin Flakpanzer am Aim bei dem Ding. An einem Flakpanzer ganz gut. Mit dem Ding ratter tot. Ratter tot. Ja. Ich bin einfach mit einmal ganzen Munitionsladung auf einer 7er Killstreak gewesen mit Anti-Air. Davon waren zwei Leute Panzerkills. So, Einladung hast du? Ja. Dafür ist, glaube ich, nämlich die. Da habe ich überhaupt nicht weit. Ich glaube, ich habe Panzer am zweitweitesten. Ne, zwei. Welchen Battle Rating willst du machen? Wieso? Ich hab alles für 1-0. Weil momentan fahre ich ja auf 4-7 rum, ne? Ist bei mir gerade eingestellt, weil ich brauche noch für meinen Auftrag hier Abschusshilfen. Also wäre gut, wenn wir erstmal 4-7 spielen würden. Okay. So als maximal, bis ich meine Abschusshilfen voll habe und dann können wir ja höher einsteigen, wenn du möchtest. Ja. Ich wüsste halt Amerikaner davon, das sind die zwei schlechtesten, die ich habe. Okay. Alter, ich mag die Amis nicht. Ich habe die noch nicht mal richtig angefangen, die Engländer auch nicht. Also ich habe die Amis angefangen, da waren die irgendwo 4-0 bei mir. Und dann kamen die Briten raus, hatten wir einen Premium-Panzer geholt, den kleinen. Und wir jetzt schon bei dem auf 5-3. Na, guck an. Weil die Briten einfach eine viel bessere Kanone haben. Das ist abartig besser. 427, 90 erst. So, mal hoffen, dass es jetzt besser läuft bei mir. Weil die letzten Runden vorher war ja nur Niederlagen, Niederlagen, Niederlagen. Konnte gar nichts reißen. Ach, der M4 ist überhaupt nicht M26 ausgebaut. Einzige Vorteil, die Armee halt haben, ist gegen Luftpanzer. Der Neuschlag ist die 12, können lieber 12,7er drauf. Spielst du jetzt eigentlich hauptsächlich Panzer oder auch Flugzeuge? Reicht das, wenn ich sage, dass ich bei den Deutschen MiG-15 Biss habe? Sagt mir gar nichts, weil ich fliege gar nicht. Ich fahre nur Panzer. Ich fahre eigentlich nur Panzer. 9-0 Strahljäger. Dazu noch die Arado Strahlbomber. Dazu die Me 262 Heimatschütze 1. Die Heinke und die Komet. Was bist du jetzt hier für einen Rang von, also Level? 68. Da bist du über mir. Ist ja weiter als ich. Ich habe zwei Optionen verkürzt durch. Den deutschen Flieger brauchen noch viel länger, weil ich wurde jetzt auf Neulo sind, sie haben keine Verkürzung. Wie war das denn das hier alles? Zu spät gekommen? Ah, sieht so aus. Abschuss. Wenn du wirklich Panzer willst, du Abschusshilfe machst, dann bist du mit Deutsch komplett falsch. Eigentlich schon, wa? Eigentlich hätte ich die Russen immer so nehmen müssen. Nein. APCA-Laden. Ja. Oder Low-Kaliber-Panzer.
geht ja nicht, weil es muss ja mindestens Rang 3 Panzer sein. Nicht Low-Panzer, Low-Kaliber, sowas wie... Achso. Kanonen. Dann bin ich ja meistens Kanonenfutter, oder? Wenn deine 7-5er gehört zu den Größten, die du dabei hast. Wir müssen sogar noch mehr prädestinierter gehen als so ein Schotten. So, das schaffe ich ja nicht, das mit dem Gegner durchzufahren. Ich habe ganz vergessen, dass das Ding jetzt halt nie BM-Mod ist. Wie sind die Schimmer alle? Alle auf C oder sind die alle? Oh ja, warum nicht? Oh, die stehen alle mit dem Warten schon, lauern schon hier. Ja, ich arbeite gerade gegen die. Mit dem T-34. Kommt er, kommt er? Ja, kommt. Oh, Abschusshilfe! Ja, super! Super! Der Tag gebraucht. Steht noch eine Suche, Alter. Ja, nix. Nix. Ich bin ja. Stehen Haufen. Ja. Panzer. Boah! F2 von wo? Alter, ein Fernschuss vom Feinsten hat der gemacht. Rechts. Ah. Fertig, Airplane. So. Ach, na toll, ich bin auch von dir da. Ach, Halleluja. Ach, ich grüße die jetzt hoch. Der hält mich komplett mich um, ist mit Feuer am Arsch. Gut. Da kann ich gar noch abhängen. Da kennt man 22. Alter, hier ist schon einer bei uns kurz vom Spawn hier, ne? Hier unten, ey. Krass. Einen schweren Panzer. Ich weiß noch nicht, was das ist. Ah, eine M6. Ja, genau der. Ja. Ach, das Spitfire dreht ab. Perfekt. Kritischen Travers, muss ich bloß noch einen abschießen. Das wäre geil. Danke. Ja, geil. Hast du gut gemacht. Ja, das war eine 150 mm AP-Granate in mein Panzer. Das hat bestimmt wehgetan. Ja, beim Schirm wird auf jeden Fall weh. Boah, ich bin auch reingefahren, eine Bombe. Ach Mann, ey.
ich krieg wieder von. Oh, ich krieg wieder Lampenjäger, das soll. Ich bin echt verarschen. Ach gut, ich krieg jetzt einen Steck, aber ich muss gegen zwei. Muss ich dich jetzt stellen? Richtig stellen, Attacker. Gut. Der Heine sich darum rechts kümmert. Vorne, die. Ja gut, Heine dreh hoch. Das gefällt eigentlich nicht so ab. Perfekt. Der Krieg hat mich verkauft. Ich locker das Ding ab. Bisschen was hier. Hm. Also vielleicht gibt es fest größere Vierlinge. Ja, ist eine Bombe hinter uns wieder. Immerhin beste Staffel. Und ein paar Abschusshilfen habe ich. Erster Platz. Roadhack ist ein Air-Target. Amerikaner sind solche Rotzpanzer. Oh, die hat noch ja nicht gehabt, die Karte. Wo wollen wir hin? C. B? Ja, C. Ach, C. Gut, C. B ist suizidgefährdet auf dieser Map. Kannst du wirklich machen, wenn du zum Beispiel auf Goliath fährst, wie, was heißt das? Goliath fährst, wie zum Beispiel ich hier, aber so musst du wirklich mit einer Gruppe machen, weil du alleine drauf fährst, bist du sofort am Tod. Der Golaf ist hier nicht rausgebaut. Es fährt irgendwie gar keiner zu B oder was? Oder sehe ich das richtig? Mit doch ein paar. Fahrt die ja links oben ab in die Route. Das fährt einfach keiner zu C immer. Bei C oder so. Das ist einfach so Platz, wo ganz oder gar nichts passiert. Entweder kriegt es eine Waffenschlägerei oder es kriegt einfach gar nichts im Matsch. Ich hatte eben öfter die Situation gehabt, ich fahre auf C alleine. Da kommt auch kein Gegner, die fahren irgendwie alle BA. Und ich stehe ganz einfach rum, ziehe und die Fähne mit alleine. Also da alle dumme Gegner haben mich halt auf meinem schönen, auf meinem Kindteil herumsitzen lassen. Oh nein, Panther D, ich bin ein Rotetier vor. Also die fahren 5-7, oh nö. Ja, das ist eine Herausforderung. Ich habe einen einzigen 4-7er Panzer auf dem 3, ja, also 3-7. Und wurde dann 2-5-4 ausgebaut. Das muss ich gerne die 5-0 sehen, wie die Russen. Die sind auf dem Tierfrucht. Ich habe 25 mm Kanone, die haben einfach alles one-hitted. Ja, irgendwie sind hier alle von den Roten bei uns, oder? Meiner Seite hier? Ja, hab ich gerade gemerkt. Der sieht jedenfalls ganz so aus. Boah, ich treffe hier gar nichts, Alter. Schon wieder zweimal verschossen, ey. Ja, ich bin nicht tot. Boah, siehst du, ich will gerade schießen, Alter. Schon hab ich ihn abgekriegt, ey.
Kassierer, 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 Alter. Immer auf mich auf. Ja. Zack, weg bin ich. Das war einfach zu viele. Boah, da schießt du jetzt mit Abdrücken mit Kanone und ich kann nicht mehr drücken. Fickt euch, Russland, fickt euch. Ich hoffe, unsere Leute kommen jetzt mal vom B durch den Tunnel durch, da durch den Gang. Alter, die kommen ja schon hier hoch. Bin fast hier oben. Den haben wir. Läuft hier oben auch immer eine Anmerkung auf Profiler durch. Abschusshilfe. Ich glaube, die kommen jetzt hinter uns, oder? Ist hinter uns durch hier. Ja, warte, ich will mal warten. Panther D. Erwischt. Ja! Rächer bin ich jetzt. Die sind schon wieder hinter mir, wa? Die sind ja auch hier vor mir. Ja, sehr gut. Noch eine Abschusshilfe. Hammer. Läuft. Aufpassen, jetzt kommt wieder von vorne hinter mir. T-34-85. Hat einen Treffer kassiert. Sehr schön. Scheiß drauf. Ich hätte zwar gerne eine Abschusshilfe gehabt, aber. Nein, Alter, hat mir das Flugzeug echt jetzt den Motor kaputt gemacht, also Getriebe und Kette weggerissen und noch die Schutzverschluss oder was, oder Ziefer. Oh. Ah, das ist jetzt Abwehrflieger. Ach komm. Wieso passiert das nicht? Ich bin Puffkampf, krieg jetzt den besten Abfangjäger. Ach du mich auf. Und natürlich auch noch von vorne beide. Komm her. Wenn ich schon brauche, nehme ich es einfach damit. Feindliche Truppen haben ein Gebiet eingenommen.
Wartet auf mich, wartet auf mich. Ich will auch Ziel einnehmen. Auch Punkte. Alter, ich bin der zweite Platz sogar. Jetzt hab ich Dritter. Eine F18. Können. Jetzt haben die A und B, jetzt haben wir C, Alter. Jetzt kommt ein Flieger. War ja klar. Ich hab schon Flieger schon oder so. Ja, super. Abschusshilfe. Nice. 4 Abschusshilfen. Ein harter Kampf hier. Oh nein, Tiger. Tiger. Und ich bin mit einem Schuss weg. Nein, 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 nein. Ich stand schräg ein bisschen und trotzdem ist er durch hier und ich habe nur extra Zusatzpanzerung und trotzdem hat er da durchschlagen, Alter. Nee, war. Hat doch einen Ken, das sind 5 Millimeter. Ach, Mann, ey. Weiß ich, wann sie wirklich richtig Zusatzpanzer bekommen sind. Nur ganz, ganz wenige Panzer. Zwar nicht mehr einzusteigen, aber ich krieg auch noch einen guten Schein. Jetzt. Oh, mächtigen Scheiß. Ah, es bin nur noch zweiter Platz, siehst du? Und schon wieder Flieger. Alter, lass mich doch mal in Ruhe. Habe ich irgendwie ein Kreuz auf meinem Rücken hier, auf meinem Panzer mit zu sehen? Hier, da muss da hinschießen. Ich muss auf Glück erfahren, kann wieder gehen, wenn man nicht weiß. Tja,
Ja, siehst du. Hätte ich mir sparen können. Aber immerhin zweiter Platz. Oh, hab's geschafft. 12 von 12 Abschusshilfen. Ich spiele zwar Nee. hier Abwehrpanzer. Erringe eine Anzahl an kritischen Treffern. 40 Stück. Und Nur meine 40. Panzer. Und Panzer, die ich fahren muss, muss mindestens Rang 4 sein. Also mindestens Panther. Um die 80 Dinger zu kriegen. Ne? Boah. Wollen wir das machen? Also mindestens, weiß ich nicht, 6-0. Oder ist bei den Russen schon? Bei den Ja, 6. Russen. Ja, 6-0 muss ich mindestens 6-0 nehmen. Alles Panther, weil mit denen kriegt man eh nichts abgeschossen. Kriegt eh bloß kritische Treffer wahrscheinlich, wenn überhaupt. Ich hasse 6-0 wie die Pest, weil da fällt uns auch nur 7-0. Steht Ja, zwar ich gerade auf Platz weiß, aber 14-5, weil ich mir so, fuck you. wie willst du einen kritischen Treffer hinkriegen? Mit einem, sagen wir mal, Tiger 2 oder IS 2 oder so, die hauen ja alles durch. Hi. In der Regel. Es ist in der Regel zweitens Latte. Explosive oder auf den Tiger 2 ballern oder die IS-2. Du kriegst garantiert aber kritische Treffer. Schon viel war 40 Stück, Alter. Das wird sicher morgen noch dran. Man muss einfach nur stumpf einfach Flakpanzer fahren. Also mit einem Flugzeug hast du auch nur kritische Treffer. Stimmt, hast du auch wieder recht. Aber es muss halt ein Flakpanzer in Rang 4 sein. Und die, wenn ich da abgeschossen werde, die kosten ja richtig Reparaturkosten. Weil es muss ja ein Rang 4 Fahrzeug sein. Also geht erst ab. Hier ist der Koleon, wer ist der Link? Ab den. Oder Irgendwann. Kugelblitz, ja. Na toll. Und die kosten ja gleich richtig Reparaturkosten. 12.000 der Also. eine und der andere 24.000. Ach du Scheiße. Du bist schwer 700 und hast 12 Millionen. Ja! Das Die ist nicht richtig, ich habe gebe ich dir auch nur, weil ich immer 12 sparsam Millionen. mit umgehe. Ich nehme immer Panzer, die nicht viel Reparaturkosten haben. Verstehst du? Ja, aber dann die Grundkürze, da kommst du niemals mit Leopard 1 und so weiter. Du brauchst nicht immer noch, also immer so 300 Jahre irgendwie reich bist, aber die Panzer nicht schwer so fein hier. Das stimmt. Ich weiß nicht, scheiß Pferde die ganze Zeit, trotzdem fahre ich hier fein hier, weil ich will auch mal vorankommen. Und das kannst du ja auch immer durchspielen. Lass sie alle in der Garage, ja schön. Hab alle Load hier auf angepackt und hab auf Tier 6 nicht mal, auf Tier 4 nicht mal irgendein Panzer irgendwie angefangen zu acen. Essen, das kostet ja hier Golden Eagle, so. Und du lässt halt richtig viel rein, weil der einzige Panzer, den ich bisher geaced habe, ist mit Tiger 2H. Einzige Panzer, wo ich wirklich so lange gespielt habe, dass die schon Echt, assen. ja? Ich hab noch nicht eh auf Ace gleich. Oder höchstens hier die Low-Panzer, die ganz unten, die Rang 2 oder so. Da hab ich mir ein paar, weil, weiß ich nicht, für 50 Golden Eagles oder so. Ja, ansonsten. Ja, sag mal, was wollen wir machen? 6-0? Boah, tun mir 6-0 finden. Wenn ja 7-0. Oder? Warte mal, Russen? Was hatten Russen? Für Rang 4 Panzer. Ah, da wäre schon 5-7. Das sind dann auch halt wieder One-Shot, wa? Meine meistens. Sogar meine SU-37 oder ZSU, der Flakpanzer, ist eigentlich 4-7 und der ist Rang 4 Panzer, ja? Also 5-7? Was sagst du? Ganz genauso bei 4-7 bleiben, ganz ehrlich. Ich werde gerade mal 7-0 auspacken bei dem Russen. Kannst halt mit LMG drauf schießen, ich one-shot alles. Dann die IS-6 hier rumstehen, plus die 40-100.
E6 ist lächerlich OP. Außer du weißt, wo du hinballerst. Ja, wie gesagt, ich brauche kritische Treffer. Muss mindestens sagen, 4 Fahrzeuge sein. Und wir wollen nicht zu hoch kommen, wa? Gegen die Gegner. Hoch. Also wie gesagt, 5-7 würde gehen. Hätte ich die IS-2, hätte ich T-34-85 und eine ZSU-37. Kannst alleine fahren, weil ich habe echt keinen Bock auf diese Load hier gerade. Was denn? Du bist jetzt hoch, ja, Leute. Hier ist auf 7-0 hoch. Auf 7-0? Ja. Warte mal, schon gucken. Meine Russen bin ich noch nicht so weit. 7-0, also 10-5er Tiger. Panther 2. Der Panther 2 ist, ja, ist Rang hier. Oh, 7-0, sagt er. Schnell auswechseln. Den schon mal benutzt ihr habt. Ja. Was hatte ich denn den hier? Hier, wo der Panther 2 ist. Ja, da bin ich immer gespannt, wie das jetzt abgeht. Das war so 7-0, das ist besser eigentlich, best balanced hier, sag ich mal so, außer auf schwitziger Raketenjagdpanzer. Aber bei 7-0, da kannst du da auf 8-0 treffen, oder? Ja, aber ganz ehrlich, das ist echt nicht so schlimm, als ehrlich. Für die meisten Panzer, bis auf die Russen und einige Amerikaner sind gut gepanzert. Das war's. Alle anderen kommst du selbst mit den Kanonen easy durch. Hast du Leopard vor dir, schießt dir einfach vorne. Links in diese Frontpanzerung, gleich so um die Lager hoch. Kommt dir ein. Wirklich ganz interessante Sache. Kommt dir irgendein Russen-Medium entgegen? Links unten in die Wanne ballern. Es ist Muni-Lager. Bei den Amerikanern ist das. Der Tisch unten. In Japan, da habe ich nicht wirklich beschossen, die sind aber immer geplatzt. Einstiegspunkt 1 und ab mit der IS-6. Ja, da bin ich echt mal gespannt jetzt. Wie gesagt, also das hohe Ding hier, so ein Spiel eigentlich ganz selten. Ja, das Spiel aktuell läuft aber trotzdem wieder gut hier. Und hier irgendwie so. Ja, geil. Schauen wir mal. Okay, ein bisschen hochrotiert. 7-7 geht aber noch. Da ist doch schon Leopards dabei. Da geht nicht. Entschuldigung.
Tschechischen. Du Scheiße, sind ja alle hier bei uns wieder. M6. Okay, da. Wir trifft eine einzige Schwachstelle mit einem Verein. Okay, der Anlass kann nicht sein. Ja, supi, muss ich sagen. Echt supi. Echt einen Drecksschiff. Und ja, verkauft die. Schön auf die einzige Munition, die vorne man schon Panzer liegt. Da sind beide Geschosse. Sehr geil, jetzt kommen die schon mal zu mir hier rüber. Bestimmt der umzingelt wieder. Zu mir kommt ein T-54. Von links in die Wanne Unterwanne ballern. Noch kurz auf die Kanonen blenden. Und der jetzt rechts lang oder links lang? Oh, er ist weg, war. Er ist weg. Umso besser. Ja, er hat durch den Schrotter, er hat seitlich den Turm kassiert. Fokussiert mich oder guck dich an. Mann, echt abgeprallt an den Scheiß. T-44-100, Alter. Und ich bin weg mit einem Schuss. Kenntnis. Da kriegen die drei Turmring durchgeballert. Okay, da kann ich nicht mehr machen. Da hat er von oben auf rechts Seite geguckt, da oben da rausschlagen. Das war klar, dass das passiert. So leicht, dass ich da keine Fässer umfahren kann. Okay. So, ist die Position, wäre es. Wenn ich zu dem Schussbereich komme und voll die Arsch rein. Nein, vor mir liegt die Bombe.
absolut unlucky. So hier. Hier ist 3. IS-4, ja, klasse. Nachladen, war ja klar. Ich glaube, das ist schon echt so, bei mir so unlucky reinkam. Der jetzt schon von IS-6 rausgeblurrt hat. Dass ich genau den Schlitz geballert hat. Wurde er abgeprallt oder hat er nichts getroffen? Nein, er schießt genau in die Ecke und trifft meine Spitze von einem einzigen Punkt meines Munitionslagers und ballert natürlich direkt kaputt. Ja, kannte sich aus, denke ich mal.
Ja, der kam einfach von oben in so einen Winkel her, auf eine Seite geballert und trifft er genau so spitz, dass er genau die spitze Munition trifft und das dann auch auslöst. Ihr setzt sich auf Base Heatschen oder so, hat nix. Das sieht schon mal besser aus, das ist 7-0. Geht 7-3. Das ist im Tal 7-3 aber überhaupt. T29. Ach, jetzt hab ich den zerstört. Ach du Scheiße.
traut sich die IS-3 nicht her. Ja, guck mal, es hat im Rückenansatz zerstört von also. Ja. Ja, muss ich echt nicht gut dreimal überlegen, um zu fahren. Wenn man halt Schwachstellen weiß, ist das Ding einfach ein easier Wunsch durch den Turm. Oh nein, Alter, lieber 2P halt erwischt. Unglaublich. Scheiß Jagdpanther, wieder nicht, wieder nicht. Ja, CAP. Russische Medium-Frontal-Steinpanther. Da steht jetzt so ein Spiegel als Bild. Und singelt. Und nur ein Panzer verloren, diesmal ging Gött.
Ich soll meinen Gast lauter stellen, sagt er. Kann dich scheinbar nicht hören oder wenig. Sag mal bitte was. Ja, Halleluja. Hallelu. Ich hoffe, so ist besser. Hört man im großen Panzer-Show zu? Die Sekunden für mich in Hand geben können. Nee, Schilder, ich weiß, was du vorhast. Panzerfässer, also hier hab ich mal schießen können. Ja, schön, der kommt zur Kuschelzone. Im Gebiet, wo ich die M60 am liebsten habe. Close up and personal. Ich hab genau einen Eurobonsiegel geballert. Och, ich guck. Ja, er hat meine Schwachstelle geballert. Ja, ich bin tot. Wenn der Panda einmal schießt, bin ich tot. Ja, schön, wir können den Panda aber so nicht schlafen. Schön, dass du. Der hat meine Kommandanten beide durchgelöchert, sag mal. Penetriert. Ja, und natürlich bei den Krypten Turmrings. Zerschossen. Keine Ahnung, vielleicht jemand aus der Base raus oder jemand hatte ich von deren Unterstützung in der Kette gesplasht. Ja, wahrscheinlich.
Jetzt kriegen die ganzen Flugzeugkrieg ab, ey. Krass. Ja. Die mögen mich nicht, glaube ich. Kann ich sehen, dass du den so den freien Base ballern darfst? Ach, hallo! Ach geil, ich weiß gar nicht, wenn man Nature Closed Arty macht, sagt er an, meine Position beschießen, das ist doch was er sagt. Schon wieder Flieger, wieder bei mir. Alter, wieder vor mir. Überlebt. Alter, ey. Echt Wahnsinn. Schon 5 Abschüsse? Tja, Wahnsinn. Das Verzifferung halt in der Sniper-Ansicht campt. Halt schön an den Platz geballert. Mein Panzer ist schon rot und gelb, ey. Ja. Irgendwie kriegen sie mich hier nicht weg. Ja, ich glaube, hier sind halt nicht die besten Gegner. Oh, er steht schon wieder vor mir, gar nicht gemerkt, Alter. Hier sind FV42. Schusshilfe, ja, wen hat jetzt noch da?
Jetzt hat mir irgendeiner von denen erwischt. Wo sind die? Ich mach auch was. Ich bin auch leider weg, ich muss was erledigen. Alles klar. Dann danke fürs Mitmachen, ne? Bis zum nächsten Mal vielleicht, wa? Jo, tschö.
User disconnected from your channel. So, ja, ich glaube, dann werde ich auch aufhören. Hab noch nicht mal Abendbrot gegessen. Danke euch allen fürs Zuschauen. Und für das nächste Mal vielleicht, wenn ihr Lust habt und mitspielen wollt, einfach melden, so wie er. Ne? Kriegen wir schon irgendwie hin. Also dann, bis bald.